In diesem Video möchte ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie besser mit Google suchen können. Es geht dabei nicht darum, dass wir jetzt eine systematische Einführung machen in die ganze Google-Suche oder ich Ihnen alle Kommandos und Möglichkeiten mit Google hier zeige, sondern es geht darum, zum Einstieg beispielhaft einmal zu sehen, was kann man mit Google eigentlich alles machen. Also wundern Sie sich nicht, wenn es erstmal nicht vollständig ist und zweitens natürlich, wenn Sie Dinge schon kennen, das ist überhaupt kein Problem. Es soll, wie gesagt, nur so ein gewisser Überblick sein, was man mit Google alles tun kann, welche Optionen es gibt, die Sie vielleicht noch nicht kennen und wie man die anwenden kann. Also ich möchte 10 Tipps geben und eben damit einen gewissen Überblick geben, was man so alles mit Google tun kann. Fangen wir mal an mit der Reihenfolge der Suchbegriffe. Es ergibt einen Unterschied, ob Sie die Suchbegriffe in der einen oder in der anderen Reihenfolge eingeben. Wenn Sie zwei Suchbegriffe haben, kann es einen großen Unterschied machen, ob Sie erst den einen und dann den anderen oder umgekehrt das Ganze eingeben. Also Suchmaschinen betrachten im Gegensatz zu vielen anderen Suchsystemen die Reihenfolge der Suchbegriffe. Das kann speziell eine Rolle spielen, wenn Sie längere Suchanfragen formulieren. Das heißt, Sie fangen an mit einer relativ einfachen Suchanfrage aus einem Wort, aus zwei Wörtern, merken, dass das nicht präzise genug ist und dann stellen Sie das Ganze ein bisschen um erweitern das Ganze um weitere Suchbegriffe, um weniger Treffer, dafür aber genauere zu bekommen. Und dann kann es sein, dass man nicht mehr so richtig drauf achtet, auf die Reihenfolge der Suchbegriffe. Es kann also sein, dass allein durch die Umstellung der Reihenfolge die Ergebnisse auch neu sortiert werden. Sie können damit die Treffer genauer machen, aber die Menge der Treffer, die Sie bekommen, die ändert sich nicht. Der absolute Klassiker, das Beispiel schlechthin für diese Beachtung der Reihenfolge in den Suchmaschinen ist die Suchanfrage Paris Hilton bzw. Hilton Paris. Und so wie ich sage, können Sie auch gleich sehen, dass es da wohl einen deutlichen Unterschied gibt. Einmal würden wir intuitiv sicher auch gleich sagen, geht es um die Person und beim anderen geht es eben um das Hotel in Paris. Und ich möchte Ihnen das mal gerne direkt bei Google zeigen. Ich gebe mal Paris Hilton ein und keine Überraschung, alle Treffer, wir schauen uns jetzt vor allem hier die regulären Treffer an, alles über Paris Hilton. Und wir machen das Ganze jetzt mal andersrum und ich gebe Hilton Paris ein. Und Sie sehen hier schon mal ein paar Werbungen für Hotels, aber hier der erste, das wollte ich nicht alles markieren. Wenn Sie auf den ersten Treffer hier schauen, sehen Sie schon, dass das das Hilton Hotel in Paris ist und es geht munter so weiter. Die Ergebnisse unterscheiden sich, auch wenn, wie Sie auf der rechten Seite hier sehen, durchaus auch Ergebnisse zu Paris Hilton kommen, aber die Hauptergebnisse sozusagen, die auf der linken Seite stehen, da sehen Sie deutlich, dass es alles um das Hilton Hotel geht. Also eine einfache Möglichkeit, die Suche zu verändern, die Intention der Suche zu verändern. Wir sprechen ja auch noch ausführlich über Suchintentionen oder Anfragetypen. Und da können Sie schon sehen, dass eine Intention auch bei den gleichen Wörtern unterschiedlich sein kann, je nachdem, in welcher Reihenfolge die Suchbegriffe gestellt wurden. Zweiter Tipp, wir können uns die Ergebniszahlen anschauen. Sie sehen ja, wir probieren auch das aus oder schauen uns das an. Bei jeder Suchanfrage auf der Google Suchergebnisseite eine Hochrechnung, wie viele Suchergebnisse es hier gibt. Und Sie sehen hier, es sind 183 Millionen zu Hilton Paris. Das ist natürlich eine ganze Menge und diese Angabe ist auch nicht präzise. Das ist eine grobe Hochrechnung. Was überhaupt kein Problem ist, wir kriegen aber zumindest einen gewissen Eindruck davon, wie viel gefunden wurde und wir kriegen vielleicht auch einen Eindruck davon, wenn zu wenig gefunden wurde, ob wir mehr erwarten würden oder wenn sehr viel gefunden wird, dass wir weniger erwartet hätten, weil wir gedacht hätten, wir haben das jetzt besser eingeschränkt. In der Tat ist es allerdings so, dass Suchmaschinen in der Regel nur ein paar hundert Treffer anzeigen. Es geht so bis maximal 1000 Treffer. Sie können das ausprobieren, indem Sie sich einfach durch die Suchergebnisseiten immer weiterklicken und Sie werden sehen, dass Sie da eben nicht die vollständige Treffermenge bekommen. Also die Trefferzahlen sind nur eine grobe Orientierung und Sie können das ausprobieren.
Zum Beispiel mit diesen beiden Suchanfragen, die ich Ihnen hier hingeschrieben habe. Eine sehr allgemeine Suchanfrage wie Studium ergibt natürlich mehr Treffer als eine sehr spezielle Suchanfrage wie Veranstaltung HW Forum Finkenau 2022 Fakultät DMI. Allein dadurch, dass Sie so viele Suchwörter eingeben, würden Sie schon erwarten, dass dort weniger Ergebnisse kommen. Der dritte Tipp ist die Phrasensuche. Die Phrasensuche bedeutet, dass Sie, wenn Sie mehrere Suchbegriffe haben, die in einer bestimmten Reihenfolge suchen, nämlich in der, wie Sie die eingeben. Und es bedeutet, dass Sie mit Anführungszeichen diese beiden Begriffe umrahmen. Das Ergebnis davon ist, dass Ihre Treffer genauer sind. Das zeige ich Ihnen gleich an dem Beispiel. Und dass die Menge der Treffer geringer wird. Es gibt weniger Treffer, die direkt die Suchanfrage in einer bestimmten Reihenfolge enthalten, als Treffer, die die Suchanfrage in einer beliebigen Reihenfolge enthalten. Sie können sich das für das Paris Hilton, Hilton Paris Beispiel vorstellen. Da wird es, wenn Sie die Phrasensuche eingeben mit den Anführungszeichen, wird es unterschiedlich viele Treffer geben. Wenn Sie das ohne eingeben, dann spielt die Reihenfolge für die Menge der Treffer keine Rolle. Schauen wir uns das mal an. Ich suche mal nach dem Peter Jankowski. Und Sie sehen hier, dass Ergebnisse kommen. Und ich habe nach Peter Jankowski gesucht. Sie sehen hier schon Jankowski und so weiter. Also Rosalie Jankowski. Also nichts, was jetzt irgendwie gut passt. Wenn wir aber das Ganze in Anführungszeichen setzen, das bedeutet, wir möchten, dass es genau in der Form gefunden wird, Vorname, dann Nachname. Dann sehen Sie hier, dass zumindest eine Person schon erwähnt wird, die tatsächlich diesen Namen trägt und nicht irgendjemand. Und Sie sehen, dass das hier entsprechend weitergeht und Sie können das dann entsprechend auswählen. Also Sie bekommen weniger Treffer, dafür aber präzisere Treffer. Der vierte Tipp, Sie können Ihre Suche einschränken, zum Beispiel nach PDF-Dateien. Das kann sehr sinnvoll sein, wenn Sie an PDFs denken. Da ist es ja oft so, in PDFs finden Sie ausführliche Informationen zu einem Thema, während Sie auf den normalen Webseiten relativ knappe Informationen finden. Und das ist natürlich oft zu wenig und Sie möchten das weiter einschränken. Auch hier wieder, es gibt weniger Dokumente zu einem Thema, die eine PDF-Datei sind, als Dokumente, die irgendeine Datei sind. Und Sie reduzieren damit die Treffermenge. Auch das möchte ich Ihnen am Beispiel von Google zeigen. Wir nehmen mal die Suchanfrage Suchmaschinenoptimierung. Sie bekommen hier hochgerechnet 7 Millionen Treffer. Sie bekommen Anzeigen, dann bekommen Sie einen Wikipedia-Artikel und so weiter. Aber vielleicht möchten Sie ja eher was haben, was eine Anleitung enthält, die ein bisschen ausführlicher ist, dass Sie sich ein gutes Bild davon machen können. Und dafür nehmen wir den Befehl FileType Doppelpunkt PDF und schauen uns das Ganze an. Wir haben reduziert auf 35.000 Ergebnisse. Und wenn wir die Anzeigen und lokalen Ergebnisse überblättern, dann sehen Sie hier beispielsweise eine Einführung in die Suchmaschinenoptimierung von Google. Und wenn es jetzt lädt, dann sehen Sie, dass hier ein PDF-Dokument ist, was uns eine relativ ausführliche erste Anleitung in die Suchmaschinenoptimierung gibt. Dass die ganze Suchanfrage so funktioniert hat mit der Einschränkung auf PDF-Dokumente, sehen Sie auch hier immer an den Labels, die dabei stehen, dass es sich eben um PDF-Dokumente handelt. Und Sie sehen, es sind durchgehend alles PDFs, außer bei den Anzeigen, das ist die Ausnahme, aber da ist also, hat alles funktioniert. Dann gibt es die erweiterte Suche in Google. Es gibt also ein Formular, wo Sie sehr viel genauer suchen können, als Sie das mit der normalen Suche, mit diesem einen Suchschlitz machen können. Und damit können Sie die Recherche weiter einschränken. Sie können genaue Suchanfragen formulieren, unpassende Inhalte, die Sie nicht haben wollen, schon während der Formulierung der Suchanfrage ausschließen. Und dieses Suchformular finden Sie am besten, indem Sie bei Google erweiterte Suche suchen. Oder die URL aufrufen, die hier steht.
Wir werden uns dieses erweiterte Suchformular noch genauer angucken. Ich wollte es Ihnen an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal zeigen. Hier sehen Sie eben ganz verschiedene Möglichkeiten, Ihre Suchanfragen einzuschränken oder auf bestimmte Typen von Ergebnissen einzuschränken, beispielsweise auf besonders aktuelle Dokumente, auf bestimmte Dateitypen, so wie wir es gerade mit PDF, mit dem Befehl gemacht haben. Das können Sie auch hier über das erweiterte Suchformular machen. Google bietet ja auch eine ganze Menge Spezialsuchen und auch in diesen Spezialsuchen können Sie erweiterte Suchformulare verwenden und können dann nach spezifischen Kriterien suchen. Ich möchte Ihnen auch das mal zeigen. Wenn Sie auf der Google Startseite sind, können Sie beispielsweise hier rechts oben die Bildersuche auswählen. Und ich suche mal nach einer Blume. Und Sie sehen hier eine bunte Mischung, im wahrsten Sinne des Wortes, aus bunten Blumen. Und ich kann jetzt entweder hier über die Suchfilter gehen. Die Suchfilter werden immer angezeigt, wenn ich schon eine Suchanfrage eingegeben habe und auf der Ergebnisseite bin und habe hier verschiedene Möglichkeiten. Und Sie sehen schon, dass in der Bildersuche eben andere Möglichkeiten vorhanden sind, als Sie in der normalen Websuche finden. Also beispielsweise nach Farbe einzuschränken, bringt es natürlich hier in der Bildersuche, aber in der Websuche hätte das wohl keine Bedeutung. Wenn ich hier nach Gelb einschränke, sehen Sie, dass mein Ergebnis verändert wird und ich jetzt gelbe Blumen bekomme. Es gibt eben auch ein erweitertes Suchformular für die Bildersuche, sowie auch für andere Spezialsuchen, also beispielsweise nach Nachrichten, Videos und so weiter, gibt es das alles. Und diese Spezial- oder diese erweiterten Suchformulare zeichnen sich dadurch aus, dass Sie eben speziell auf diesen Inhalt, der durchsucht wird, Suchoptionen bieten, die Sie anderswo nicht finden. Der siebte Tipp, hier wird es vielleicht ein bisschen komplizierter und ein bisschen technischer, aber wir schauen uns das an, keine Sorge, das ist, wenn man es einmal auch verstanden hat, wie bei allen Sachen, wenn man es einmal verstanden hat, ist es kein Problem mehr. Es handelt sich um die sogenannten Cache-Kopien. Das sind Kopien der Dokumente, der Seiten, die Sie mit Google finden, die zu dem Zeit aufgenommen wurden, als Google diese Seite zuletzt besucht hat. Die Seiten werden ja regelmäßig gecrawled, also das heißt neu erfasst. Und die Frage, die damit verbunden ist, ist, ob eigentlich das, was wir in den Suchmaschinen finden, immer top aktuell ist. Und das können wir überprüfen, indem wir eben diese Cache-Kopie aufrufen. Und das ist die letzte Version der Seite, die der Suchmaschine bekannt ist. Und wenn wir uns das anschauen, ich nehme mal die Suchanfrage Search Studies HAW. Und Sie sehen hier das erste Dokument auf der HAW-Website von unserer Forschungsgruppe Search Studies. Sie sehen hier ein Datum. Das ist das Datum, von dem Google annimmt, dass dieses Dokument zuletzt aktualisiert wurde. Aber die Frage, die uns interessiert, ist, wann hat Google denn zuletzt überprüft, wann dieses Dokument, ob dieses Dokument aktualisiert wurde. Und hier können Sie auf den kleinen Pfeil gehen, im Cache anklicken und Sie sehen hier die Meldung, dass das die Version ist, die Google geprüft hat und Sie sehen hier, zuletzt hat Google diese Seite am 29. September besucht. Wir haben heute den 22. Oktober. Also gute 3 Wochen hat Google die Seite nicht gesehen. Wenn jetzt hier etwas aktualisiert worden wäre, hätte Google es wohl noch nicht mitgekriegt. Das heißt, wenn wir nach aktuellen Inhalten suchen, dann ist es sinnvoll, direkt auf den Seiten zu gucken und vielleicht nicht unbedingt über die Suchmaschinen. Wir werden uns noch anschauen, bei welchen Seiten Google nicht so aktuell ist, bei welchen Google sehr aktuell ist. Das variiert je nachdem, wie das eingeschätzt wird. Hier hat Google wohl eingeschätzt, diese Seite wird eh nicht häufig aktualisiert, also braucht man auch nicht so oft nachschauen, ob sie aktualisiert wurde. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn wir schon Dokumente gefunden haben oder ein Dokument gefunden haben, innerhalb dieses Dokuments zu suchen. Auch dazu möchte ich Ihnen wieder ein Beispiel zeigen. Wenn ich mal
bei Google nach Landmine suche, dann erhalte ich einen Wikipedia-Treffer als erstes. Und Sie sehen, dass es sich hier um ein sehr langes Dokument handelt und eine Spezialform von Landminen sind Schmetterlingsminen, das weiß ich jetzt nicht Zufall. Und Sie können innerhalb dieses Dokuments suchen. Das ist eine Funktion, die in Ihrem Browser eingebaut ist. In der Regel funktioniert es mit Steuerung und F. Hier öffnet sich eben ein kleines Feld, wo ich suchen kann. Und wenn ich jetzt Schmetterlingsmine anfange zu tippen, sehe ich hier schon, wo das Ganze vorkommt. Und ich könnte auch weitergehen und nach weiteren Vorkommnissen dieses Wortes in Dokument suchen. Das ist extrem hilfreich, wenn man längere Dokumente findet und dort schnell sich einen Überblick verschaffen möchte. Jetzt kommen noch zwei recht allgemeine Tipps zum Schluss. Das eine ist, schauen Sie auf den nächsten Suchergebnisseiten. Man fixiert sich ja sehr häufig einfach auf die erste Google-Suchergebnisseite, auf die ersten Ergebnisse. Das ist in vielen Fällen hilfreich und wir werden sehen, in welchen Fällen es hilfreich ist, in welchen Fällen es nicht hilfreich ist. Es wird uns noch ausführlicher beschäftigen. Aber es kann sich auf jeden Fall lohnen, weiter zu gucken. Ich finde nach wie vor dieses schon ein bisschen alte Schaubild hier ist eigentlich genau das, bringt genau das zum Ausdruck, was für uns leitend sein sollte. Auf der ersten Google-Suchergebnisseite, da suchen alle, zweite, dritte schon kaum einer. Wenn es weitergeht, da sucht keiner und wenn es noch weitergeht, da sucht dann wirklich keiner mehr. Aber das heißt nicht, dass nicht da auch noch gute Treffer sein können. Insofern in vielen Fällen lohnt es sich auch weiter zu gucken. Werden wir auch noch ausführlicher diskutieren, in welchen Fällen das so ist. Und der letzte Tipp ist, es gibt nicht nur Google, sondern es gibt auch andere Suchmaschinen. Hier habe ich Ihnen mal einen Vergleich der ersten Suchergebnisseite von Google zum Thema oder zur Suchanfrage Granularsynthese und der Konkurrenzsuchmaschine Bing zum Thema Granularsynthese gegenübergestellt. Und ohne jetzt eine Bewertung der Qualität dieser beiden Suchergebnisseiten vornehmen zu wollen, kann ich Ihnen hier schon sagen, sie sind unterschiedlich. Also schauen Sie drauf, es werden unterschiedliche Ergebnisse angezeigt. Sie können durch die Verwendung einer anderen Suchmaschine quasi eine zweite Meinung, ein anderes Bild nochmal auf ein Thema bekommen. Das waren im Schnelldurchlauf 10 Tipps, wie Sie Ihre Recherche in Google verbessern können. Das war jetzt alles, wie gesagt, noch relativ unsystematisch, sondern soll einfach nur mal zeigen, was für ein Spektrum eigentlich in Google drinsteckt. Wir denken immer, alles ist einfach bei Google und viele Funktionen gibt es auch nicht. Man tippt halt irgendwas ein, irgendwas kommt raus. Aber es gibt weit mehr. Das ist auch nur die Spitze des Eisberges, was ich Ihnen gezeigt habe. Und wir werden das Ganze uns noch systematischer angucken in der zweiten Einheit zur Google-Suche, wo wir dann nochmal etwas genauer reingucken werden.